Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! So, jetzt könnte ja mancher sagen, wozu brauche ich überhaupt schwarze Tasten? Die weißen würden ja völlig ausreichen. Das mag sein für Instrumente, die gerne in C-Dur spielen oder für Menschen, die in dieser Stimmlage gut singen. Was ist jetzt aber mit Menschen, die tiefer singen oder vielleicht eine höhere Stimme haben? Oder Instrumente, die einfach in C-Dur nicht so schön klingen? Die haben dann ein Problem. Aus diesem Grund gibt es mehrere Tonarten, nämlich genau 12 an der Zahl. Wir haben 12 Stammtöne und dann auch 12 zugehörige Tonarten. Die nächste Tonart, die ich euch vorstellen möchte, ist G-Dur. Das ist einfach im Quintenzirkel. Das ist die Verwandtschaftsbeziehung zwischen den Tonarten. Jedenfalls ist das der direkte Nachbar von C-Dur im Quintenzirkel. Und er unterscheidet sich durch C-Dur genau um einen Ton. Nämlich statt lauter weißen Tasten wie in C-Dur haben wir jetzt eine schwarze Taste mit dabei. Wir tauschen das F gegen das Fis aus. Das habe ich euch hier groß angemalt. Also hier ist das Fis. Und jetzt springe ich mal kurz nach nebenan zu unserem Virtual Piano. Jetzt spiele ich mal G-Dur. Das heißt, ich suche mir diesen Anfangston. Ihr seht hier drei schwarze Tasten. Und die erste weiße Taste rechts ist ein G. Mit dem beginne ich jetzt. Also dieser Ton gefällt mir nicht so wirklich. Wenn ich nochmal zurückgehe zu C-Dur, habe ich hier so einen Schluss. Einen Ton, der wirklich eine Schlusswirkung hat. Diesen Ton nennt man auch Leitton. Und den vermisse ich jetzt hier. Kein Problem. Es gibt ja schwarze Tasten. Also statt dem F, das kicke ich jetzt raus und nehme das Fis stattdessen. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung, wenn ich dran denke, den auszulassen und stattdessen das Fis zu setzen. So weit habt ihr jetzt G-Dur schon mal anhören können. Jetzt könnt ihr es in Ruhe nachvollziehen. Wenn ihr wieder Standbild macht, könnt ihr es nochmal an den Tasten nachspielen. Und im Notenblatt sieht es dann so aus. G, A, H, C, D, E, Fis. G, extra nochmal dick eingeringelt. Trotzdem bleiben die Stufen gleich. Ne? Vorher war die erste Stufe auf C, jetzt ist die erste Stufe auf dem G, weil wir ja G-Dur spielen. Also unser Grundton ist jetzt G und ab da steigen unsere Notenstufen auf. Und da seht ihr schon, unsere Kringel und unsere bunten Noten alleine reichen jetzt nicht mehr aus, um die verschiedenen Tonarten darzustellen. Die sind einfach nur ein Modell für die Tonstufen an sich und die Notenschrift kann uns dann genauer in alle Tonhöhen und alle verschiedenen Tonstufen einführen. Jo, das war's erstmal. Viel Spaß mit G-Dur. Wir werden gleich noch ein Lied zum Üben bekommen.